So, der Hamburger SV stößt an in den weißen Trikots, den roten Hosen von links nach rechts gegen Mainz 05 in Schwarz-Gold. Also wenig Verschnaufspause, es geht jetzt hier Schlag auf Schlag beim Fury Cup 2023. Noch mal kurz ein Blick hinter die Kulissen. Es gibt Kuchen. Endlich gibt es Kuchen. Ich versuche seit einer Stunde an Kuchen zu kommen. Und da ist er. Also liebe Grüße an alle Bildschirme zu Hause. Ich hoffe, auch ihr habt einen kulinarisch tollen Sonntag. Man kann sich hier nicht beschweren in dieser Halle. Man wird wirklich ordentlich versorgt. So, jetzt wieder Fußball. Entschuldigung für diese kurze persönliche Anmerkung. Mainz 05 im Angriff mit der ersten gefährlichen Aktion. Daniel Imafidon für Mainz 05. Ja, deutlichen Viertelfinalsieg hier eingezogen. An sich der Weg in dieser K.O.-Runde sehr, sehr überlegen geführt. 2-0 gegen die Mühlis und dann 5-1 gegen Fortuna Düsseldorf. Hamburg mit einem 4-2-Erfolg gegen den VfB Stuttgart. Und dann der Sieg im Nochmeterschießen gegen Bayer Leverkusen. 0-0 nach 15 Minuten und dann ein 2-0 Erfolg im Nochmeterschießen. Übrigens Eugen Fritz vom SOS Holzhausen. Gute Aktion, ja, guter Versuch. Der Hamburger Gegenangriff der Mainzer läuft. Mainzer ja enorm stark im Umschaltspiel. Oh, der Zusammenpumpen hat wehgetan. Der hat wehgetan. Sollte Fritz vielleicht jetzt unterbrechen. Macht er jetzt auch. Das sah nicht gut aus. Oh, schau noch mal rauf. Ja. Ah, geht aber, glaube ich, schon wieder, zumindest wieder selbstständig auf den Beinen. Das ist erstmal wichtig. Und gut, der Kapitän der Mainzer. Und jetzt der Treffer für Hamburg durch. Mal wieder. Abdulkarim Koulibaly. Sehen wir hier noch mal. Ja, wir waren noch beim verletzten Spieler und die Hamburger haben in Gleichzahl. Also es war schon wieder einer aufgefüllt bei Mainz. Das 1-0 erzielt. Also frühe Führung für Hamburg. Und der Ausgleich, die prompte Antwort. So wollen wir das doch sehen hier, rauf und runter. Auch das nochmal hier, die schnelle Ausführung. Klasse gespielt und dann ist es Max Knoll mit dem Treffer zum 1-1. Also 1-1, alles wieder auf Null. Zwei körperlich intensive Mannschaften, deswegen die wenigen Gegentore. Frank Buschmann würde es so eine Büffelherde nennen, die da teilweise unterwegs ist. Trifft es ganz gut.
all diese Zweikämpfe, all diese Sprints auf engstem Raum mit viel Körperkraft dabei. Nächster Angriff, HSV rollt. Prince Kasi da eben mit der 19. So, jetzt die Mainzer wieder. Stark, immer wieder diese Gegenbälle. Von der ganz linken Seite ganz rüber, um den Gegner dann auch in Bewegung zu bringen. Nächster Schussversuch. Ja, Koulibaly, faires Tackling, kein Foulspiel vom Hamburger Kapitän. So, tiefer Ball auf einen der technisch stärksten Spieler hier beim HSV. Riedel, der jetzt den Ball aber verliert. Große Möglichkeit für Mainz, stark abgeschlossen durch Theo Akoto, aber Noah Ahlers ist auf Zack. Harry Karaman im Tor der Mainzer. So, Aufbauspiel durchgesetzt. Abschlussversuch durch Artan Latifi. Nächster Versuch. Mainz wird stärker. Max Knoll. Hamburg sofort im Gegenangriff. Der Verlust. Fehlpass Koulibaly. Aber selbst Arnaud Astel-Riedel, die Nummer 10, arbeitet hier mit gegen den Ball. Der Mann für besondere Momente und trotzdem aktiv dabei, das Tor zu verteidigen. Der Ball geht ins Leere. Mainz bleibt im Ballbesitz. Mainz in dieser Phase, die etwas stärkere Mannschaft, etwas aktiver. Hamburg aber immer wieder blitzschnell in diesen Umschaltmomenten. Immer wieder auch da. Da, die Hamburger. Stark geholt. Der Ball von Rafael Antunes mit dem nächsten Abschlussversuch. So, jetzt kommt Koulibaly, jetzt kommt Koulibaly. Fair gestoppt, Ball gespielt. Spiel läuft weiter. Prince Kasi mit dem Ball gewinnen, die Mainzer aber schon wieder dabei. Es geht hin und her, es ist wahnsinnig aufmerksames Halbfinale. Sechs Minuten noch. Ja, erstmal geklärt, weil der Druck der Mainzer wieder hoch war. Das, wie auch schon mal im Halbfinale beschrieben, im Viertelfinale beschrieben, eine Stärke der Mainzer hier. Das ist ganz, ganz früh anlaufen. Ah, schöne Idee eigentlich von Rafael Antunes. Immer wieder Druck
auf den Keeper. Keine Ruhe da für die Hamburger im Aufbau. Wenn Hamburg das mal überspielt bekommt, diese erste Linie, dann geht es mit Überzahl auf das Tor von Tarik Karaman. Sie momentan aber noch von entfernt, weil Mainz es gut macht, weil Mainz es sehr gut macht, weil Mainz es laufintensiv macht. So, nächster Angriff der Mainzer. Der Kapitän. Wieder gestoppt diesmal von Marcel Ziem. Oh, richtig Karaman da, durfte er nicht in die Hand nehmen. Der Ball ist nämlich außerhalb des Strafraums zurückgekommen. Hat er gut reagiert. Batuhan, der Kapitän, und jetzt Daniel Imafidon hier am Ball. Versucht zwar mit einer Einzelaktion. Gegen drei Hamburger. Imafidon quergelegt und das Tor für Mainz 05. Starke Aktion. Und der Treffer durch Dominik Holbeck. So, hier gegen drei. Stark durchgesetzt. Ball quergelegt. Und das Führungstor für Mainz 05. 4 Minuten noch. Hamburg muss jetzt wieder mehr tun. Für die Mühlkreisers Wahl wäre sogar die Nachricht, dass die Mainzer ins Finale einziehen, gar nicht so schlecht. Dann kann man nämlich sagen, man ist gegen den Finalteilnehmer, vielleicht sogar gegen den Cup-Gewinner ausgeschieden. Mit der Leistung konnte man eh erhobenen Hauptes gehen, aber das wird das Ganze doch nochmal unterstreichen. Doch, starker Ballgewinn jetzt für die Mainzer. Klasse quer gespielt und dann das Tor mit ein bisschen Dusel. Theo Akoto. Die Entstehung daran war aber fantastisch. Der Laufweg von Max Knoll mit einer Menge Dynamik. Hier Max Knoll mit dem Ballgewinn, isoliert den Torwart nicht dann quer. Und dann kann Yasin Rosani den Treffer fast noch verhindern, hat dann aber letztendlich keine Chance. 3:1 zu Mainz 05. Das Tor ist ganz weit offen zum Finale. Es wäre der zweite Finaleinzug nach 2015. Bisher liegt die Siegquote bei 100%. Mainz konnte das Endspiel damals für sich entscheiden. Dreimal dürft ihr raten, gegen wen? Gegen Hertha BSC. Ein 5:3 nach Elfmeterschießen. Anschlusstreffer. Es bleibt spannend. Also, wir wollen hier noch keinen verabschieden aus dem Kampf. Nach einer Ecke. Klasse angelaufen. Durch Hamburgs Nummer 10, Arnaud Astelriedl. Und es sind noch 1,5 Minuten. Das ist eine Menge Zeit im Hallenfußball. Eine Menge Zeit. Nächste Angriffswelle rollt für den HSV. Ein Hackenversuch hier von Artan Latifi. Wenn der geklappt hätte, wäre das eine Top-Maßnahme gewesen. So. Wer hat hier noch was im Köcher? Klasse rübergespielt. Klasse rübergespielt. Da war der Ball, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der nicht außerhalb gespielt war, der Ball. Ansonsten natürlich erstmal eine fantastische Rettungstat. Und jetzt gibt es Stürmerfoul.
52 Sekunden noch auf der Uhr. So, wir gucken uns das an. Jo, das passt. Sehr gut gesehen von Eugen Fritz. Sehr gut gesehen. Mainz bleibt am Ball. Mainz hält die Hamburger weg vom Tor. Jetzt die Möglichkeit vielleicht zur Entscheidung. Das klappt nicht. 30 Sekunden. Mainz macht das gut. Hamburg braucht noch mal den Ball. Nächste Foul. Riedel. Uhr ist wieder angehalten. ...26 Sekunden noch, 3:2 für Mainz 05. So, schnell ausgeführt. Abschluss kommt und Hamburg hat den Ball. Schnell ausgeführt, Koulibaly. Kaum zu stoppen, der ist kaum zu stoppen. Ganze Turnier schon nicht. So, nächste Aktion, Abschlussversuch, der Ball geht übers Tor. Noch 11 Sekunden, langsam wird's eng, Hamburg braucht direkt diesen Ball. Klasse gespielt. 8 Sekunden. Wichtiger Ballgewinn. Wichtiger Ballgewinn von Max Knoll. Mal wieder. Der hier ein tolles Halbfinale spielt. Das war's. Mainz 05 steht im Finale. Heißt ja, man spielt um Platz 3. Hamburg gegen Bayern und Hertha gegen Mainz im Endspiel. So, wir haben wieder ein bisschen Entertainment-Programm für euch im Angebot. Für uns heißt das Pause, für mich heißt das Kuchenessen. Darauf freue ich mich jetzt sehr. Wir hören uns gleich wieder.